Wie sehe ich denn aus? Ja, ein bisschen, bisschen verschlafen noch. Ja, ich kann heute Morgen endlich weitermachen mit der Achse, die Achse endlich fertig kriegen. Seid ein bisschen weg. Ihr seid ein bisschen weit weg. So. Ja, ich werde hier ständig unterbrochen in meinem Schrauberwahn. Ständig muss ich irgendwas anderes machen. Ständig werde ich hier aufgehalten. Gut, Ventil nach außen. Shit. Und nichts passiert. Geht noch. Ich habe über 8 Stunden Filmmaterial zusammengestellt. Ich weiß noch. Mann. Hallo, lieber Rasenfix. Jetzt, lieber Rasenfix, jetzt kommt der große Moment der Hochzeit. Ja, ich lache ja. Ich habe ein Problem. Ich habe ein richtiges Problem. Und zwar ist der Motor zu weit hinten. Da sieht man auch hier ist so ein Loch, ja, für den Ölablauf. Und ich möchte jetzt den Motor mehr nach vorne bringen, weil der Auspuff hier schon hinten am Blech anliegt und ich auch nicht die Keilriemen richtig lockern kann, um die Maschine hin und her zu schieben. Also werde ich jetzt erst nochmal den Motor ausbauen, die beiden Keilriemen lösen, dann werde ich die mittlere Achse, die mittlere Achse, die werde ich weiter nach vorne schieben, indem ich doch jetzt nochmal die Kette verlängere. Völlig faszinierend. Ich habe hier ein Motörchen, ne? Hier ist der Choke, Benzinhahn, bisschen Gas geben. Wo ist der hier? So. Sie Gas geben. Na komm. Läuft. Einfach so, der nackte Motor. Ja, man sieht auch hier, ist ja interessant, man sieht auch hier, wie der hier verbeult ist. Einmal hier eine Beule und hier ist er komplett abgeschrabbert. So, lieber Rafix, heute ist ein denkwürdiger Tag, denn heute führen wir eine Hochzeit durch. Und zwar will ich jetzt gleich mit 4 Leuten, ich glaube mit 4 Leuten oder mit 5, mal gucken, wie viele Nachbarn ich kriege, will ich die Förderbandplattform in den Rahmen reinschieben. Und heute ist auch unser Hochzeitstag von Martina und mir. 89 haben wir kirchlich geheiratet. Wir sind also 32 Jahre verheiratet. Yeah! Und heute, nach 32 Jahren, gibt es hier die Sandstreuer-Hochzeit. Yeah! Du musst ja hier jetzt rübersteigen. Wir können sie aufs Rad ablegen. Wir können ihn aufs Rad ablegen. Na, dann können wir hier oben was zwischenlegen, dass der Rahmen nicht verkratzt. Legen wir da eine Plastikfolie zwischen, die wir nachher einfach rausziehen. Keine schlechte Idee. Haben wir auch genug von dem Zeug hier. Ja, man kann es anheben. Erzähl mal, was du jetzt gemacht hast. Oh Mann, ja, die Kamera lief wieder nicht, Freaks. Ey, weißt du, ja, aber das sind eben private Dinge. Hochzeiten sind private Dinge, nur im Kreis der Familie. Wir haben es leider nicht aufgenommen, aber wir haben es hingekriegt. Meine Frau und ich haben es zusammen hingekriegt.
Das war gar nicht so schlimm. Also das ist jetzt drin hier. Das war gar nicht so schlimm. Wir haben das einfach seitlich durchgeschoben. Haben hier dann nach und nach die Schrauben reingesteckt. Alles easy, dank meiner Frau. Und ohne Nachbarn geschafft. Aber es ist, ich weiß nicht, warum das jetzt wieder nicht gefilmt hat. Ja, schade. Aber das Vorderband ist drin und es ist wirklich nicht so schlimm. Also wenn ich mal jetzt das Vorderband wechseln will, ist es relativ einfach, glaube ich, wieder auszubauen. Wahnsinn, so Freaks. Aber es tut mir echt leid, dass das jetzt nicht auf dem Film drauf ist. Das war echt nämlich coole Nummer. Echt eine coole Nummer. Ja, lieber Anfix, wir müssen jetzt hier den Spanner für die Walze, hier für das Förderband, hier sind so zwei Spanner eingebaut, die muss ich jetzt hier nochmal reinbauen. Das muss ich jetzt ein bisschen verändern zu dem Originalzustand, weil ich ja hier ein anderes Lager drin habe, das von der Anschraubebene ja mittig ist und nicht seitlich versetzt. Ihr erinnert euch, ich zeige es nochmal. Das ist hier das neue Lager und diese Zugstangen, die müssen jetzt, die kommen hier durch. Und zurück. Die kommen hier durch und müssen jetzt hier raufgesetzt werden. Auf das Lager draufgesetzt werden. Und das passt noch nicht. Wieder aus. Muss ich die wieder raus. So. Das heißt, die müssen hier so raufgesetzt werden. Und da brauche ich jetzt, damit die beweglich bleiben, brauche ich jetzt eine Hülse, die ich halt dazwischen setze und die drehe ich mir jetzt mit meiner Drehbank. Okay. Sehr gut. Das sollte es jetzt gewesen sein. Breite. Oh, guck euch diese Hülse an. Herrlich, oder? Coole Nummer. Breite 6. Okay. Durchmesser 11. Innen 8. So, cool. Genau, kommt eine Unterlegscheibe drauf. Dann kommt die Hülse. Das wird hier reingesetzt. Wird verschraubt. Der hat also Fokus. Der hat jetzt ein bisschen Überstand. Deswegen kann ich das jetzt verspannen, das Lager. Und der hat gleichzeitig hier drauf Spiegel. Das bauen wir jetzt ein. Wahnsinn. Spanner. Hülse. Hülse. Unterlegscheibe. Schraube. Mutter. Oh, ist cool. Sehr schön. Okay. Ja, wie funktioniert das Ganze? Freaks. Komm ein bisschen rum hier. Vom Motor gehen die Riemen auf diese Welle. Also vom Motor geht ein Riemen auf diese Welle hier. Und diese Welle geht mit einer Kette auf das innere Zahnrad. So. Und das dreht, ne, Motor dreht so rum. Und das dreht auch so rum. Und was passiert? Dadurch wird jetzt das Förderband hier mit dieser Zahnradübersetzung angetrieben. Wenn ich das Kettenrad jetzt hier antreibe, dann dreht eben das Zahnrad im Uhrzeigersinn und die Bürste dreht über die Kette gegen den Uhrzeigersinn. Das Förderband wird nach hinten gezogen und die Bürste fegt den Sand vom Förderband runter. So funktioniert das. Ach so, hier ist noch ganz interessant. Hier ist so eine Plastikscheibe, weil wir haben ein Langloch hier. Man muss ja die Bürste auch ranschieben können ans Förderband. Und deswegen ist hier so eine Platte vor dieses Langloch gesetzt, damit der Sand hier nicht in das Getriebe reinkommt. Also die muss so ziemlich stramm dran sitzen. Dazu ist hier dieser kleine Ring vorgesehen. Also diese Kunststoffplatte sitzt hier dicht dran, damit der Sand hier nicht in das Getriebe rein rieseln kann. Weil das wird ja alles mit Sand hier wahrscheinlich beäumelt.
Ich habe noch keinen Ausschalter. Ich habe noch keinen Ausschalter. Ich bin ganz aufgeregt. Wir starten jetzt den Motor. Dann ziehe ich hier an dem Hebel und lasse das Förderband laufen. Und dann schauen wir mal, ob das Förderband in der Mitte bleibt. Das ist ganz wichtig. Und dann gucken wir mal hier, wie der Kettentrieb läuft. Das könnt ihr euch gleich alles angucken. Und dann, ja, dann mache ich den Motor wieder aus, indem ich den Zündkerzenstecker abziehe. Na gut. Sieht doch alles gut aus. Boah. Heidewitzka. So ein Freaks. Jetzt kommt nur noch der Trichter drauf und dann geht's los mit dem Sanden. Viel Spaß im nächsten Video damit. Tschüss.